Wie kann ich eigentlich schnell Muskeln aufbauen? Kommt darauf an, wie schnell ist. Ist schnell 4 Wochen, ein halbes Jahr oder ein Jahr? Denn auch ein Jahr kann schnell sein. Es kommt nämlich auf die Muskelgruppe an. Und vor allen Dingen, was investiert man in das Training hinein? Das Allerwichtigste ist, dass Muskeln eine gewisse Zeit der Anpassung brauchen. Und Muskelaufbau heißt ja, dass Muskeln wachsen müssen. Und Muskeln wachsen dadurch, indem mehr Eiweiß eingelagert wird. Also Volumen wird dadurch entwickelt. Und das braucht Zeit. Es gab früher Studien, die haben gesagt, die Muskelhypertrophie, das Muskelvolumenwachstum, das passiert nicht unterhalb von 3 Monaten. Also von 12 Wochen ist das Minimum so, was man benötigt. Wir wissen heutzutage, es geht ein bisschen schneller. So nach 14 Trainingseinheiten etwa zeigen sich die ersten Anpassungen im Sinne des Muskelaufbaus. Aber das kann man noch nicht richtig messen. Ihr werdet dann noch nicht dicke Pakete kriegen. Denn dafür braucht man wirklich Zeit. Um richtig Muskeln wachsen zu lassen, geht es sicherlich nicht unterhalb eines halben Jahres. Aber Muskeln zu profilieren, zu shapen, zu formen, das geht deutlich schneller. Haltung aufzubauen ist sicherlich innerhalb von 2 Monaten möglich. Muskeln zu definieren, auch das schafft man in der Regel in 3 bis 4 Monaten. Muskeln voluminös zu gestalten, da müsst ihr davon ausgehen, dass ihr da 6 Monate investieren müsst. Aber ein Tipp noch. Muskeln wachsen dann, wenn ihr sie energetisch ausbelastet. Ihr müsst also Trainingsübungen finden, die nicht mit hohen Lasten arbeiten, nicht ausschließlich, sondern insbesondere dadurch, dass die Muskulatur energetisch ausbelastet leer gemacht wird und nur dann wird sie richtig angeregt, Eiweiß einzulagern. Also immer bei den letzten Wiederholungen brennende Muskel haben, dann ist der Stimulus richtig. Unterstützt das noch mit einer adäquaten Eiweißportion am Abend nach dem Training innerhalb der ersten 2 Stunden, dann habt ihr dem Muskel auch die Baumaterialien gegeben. Dies in der Kombination ist sicherlich die optimale Strategie, aber ganz schnell geht es sicher nicht.